Wir sind Sherlock. Hallo. Und Watson. Hey, hey, hey. Als Detektive gehen wir den Dingen auf den Grund. Jetzt machen wir uns mit euch auf Spurensuche in himmlischer Sache. Wir wollen das Reich Gottes finden. Dazu schauen wir gemeinsam in die biblischen Geschichten. Die Pharisäer waren strenge jüdische Gelehrte. Sie studierten Tag und Nacht die biblischen Gebote. Eines Tages fragten sie Jesus: Wo finden wir das Reich Gottes? Jesus sagte zu ihnen: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man kann auch nicht sagen: Schau her, hier ist es, oder da ist es. Nein, das Reich Gottes ist in eurer Mitte. Dann sagte Jesus zu seinen Freunden: Es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch wünschen, dass das Reich Gottes schon da ist. Nur einen einzigen Tag. Die Leute werden zu euch sagen: Seht, da ist das Reich Gottes. Oder hier. Lauft ihnen nicht nach, sondern macht euch selbst auf die Suche. Forscht, prüft nach, entdeckt mit allen Sinnen. Lasst uns das Reich Gottes finden. Ja. Aber wie machen wir das? Wo finden wir was? Wie haben die Menschen das früher gemacht? Eine Frau hat ein Geldstück verloren. Vielleicht ist es nur wenig wert, aber für sie ist es das Wichtigste. Sie gibt die Suche nicht auf, bis sie die Münze gefunden hat. Das Reich Gottes ist so wertvoll, dass es sich lohnt, überall danach zu suchen. Stell dir vor, du möchtest Brot backen. Du brauchst ein bisschen Hefe oder ein wenig Backpulver. Es reicht eine kleine Menge und das Brot wird riesengroß. So ist das auch mit dem Reich Gottes. Der Hirte liebt seine Schafe. Er kümmert sich um sie. Wenn er 100 Schafe hat und nur ein einziges kleines Schäfchen verloren geht, dann macht er sich auf den Weg und sucht es, bis er es findet. So ist das in Gottes Reich. Niemand geht verloren. Erstaunlich, wie aus einem klitzekleinen Samenkorn ein riesengroßer Baum wachsen kann. Schau dir dieses Senfkörnchen an. Bei ihm ist es wie mit dem Reich Gottes. Es fängt klein an und kann riesengroß werden. Ein Kaufmann sucht die schönste Perle der Welt. Dafür gebe ich alles her, was ich habe. Für sein Reich gibt Gott das Wertvollste, was er hat. Wenn jemand in seinem Netz unglaublich viele Fische fischt und dann die guten behält und die schlechten aussortiert, dann ist das wie der Himmel auf Erden.